Servus Leute, ja, ich will euch heute ausnahmsweise mal keinen Roman oder irgendwie sowas hier vorstellen, sondern es ist ein ganz spezielles Buch. Manche mögen es vielleicht wissen, ich bin so ein kleiner Minecraft-Fan. Ja, ich bin ein alter Sack. Aber ich schaue mir trotzdem ab und zu mal ganz gern Minecraft-Let's Plays an, weil es ja, interessant und lustig und kurzweilig ist. Einfach manchmal so zum Abschalten und zum einfach ein bisschen berieseln lassen. Ja, und weil ich überhaupt kein Gamer bin, also ich zock überhaupt nicht, ja, aber ich bin ein sehr neugieriger Mensch und will dann trotzdem verstehen, um was es da eigentlich geht in diesem Minecraft und wie das so funktioniert. Und deswegen habe ich mir ab und zu von einem Kanal die Videos angeschaut von Sparko Phoenix. Der hat so eine kleine Reihe, 5 Dinge in Minecraft, die ihr noch nicht wusstet. Und ja, Spark hat sich gedacht, hey, da könnte man doch auch ein Buch rausbringen und mal die ganzen speziellen Dinge zusammenfügen. Und zwar in 200 Dinge in Minecraft, die ihr noch nicht wusstet oder die du noch nicht wusstest. Von Sparko Phoenix. Ja. Da sind die unterschiedlichsten Dinge, die hier in diesem Computerspiel vorkommen, total interessant in so kleinen Erklärungen dargestellt und erzählt. Und man kann hier auch ziemlich schnell eben durch die Bilder erkennen, um was es hier geht und was da vorkommt drin. Man kann das auch sehr schön querlesen, weil, ja, wie gesagt, das alles hier, die ganzen 200 Dinge in so kleine Abschnitte unterteilt sind und erklärt werden. Das ist klar, es ist kein Roman oder irgendwie so, aber für jemand, der eben mit Minecraft anfangen will und ja, so ein paar Special Features, so spezielle Informationen haben möchte über eben Dinge, die nicht so alltäglich sind, glaube ich, da ist das ein richtig cooles Buch dazu. Und was ich auch denke, selbst für wirklich langjährige Minecraft-Spiele ist hier auch einiges dabei, das sie einfach noch nicht wussten. Und naja, also 200 Dinge sind da dabei, die wirklich speziell sind und eben so wirklich kleine Tricks und ja, wenn du die kannst und das weißt, hast du in dem Game einfach Vorteil vor anderen, beziehungsweise kennst dich halt wirklich gut aus dann. Also mir hat es ehrlich gesagt wirklich gut gefallen. Das liest sich ruckzuck, ich meine, das ist wirklich ganz schnell durchgelesen, aber ich fand es echt cool und richtig toll, so kleine Dinge erklärt zu bekommen über dieses Game, das ich zwar persönlich jetzt nicht spiele, aber eben als Let's Play und rein der Unterhaltung wegen auch immer mal wieder gerne verfolge. Ja, und wie gesagt, für den normalen Leser ist das jetzt hier nicht gedacht. Das ist eben
für jemanden gedacht, der in Minecraft interessiert ist und sich da mal ein bisschen spezieller informieren will und vor allem unterhaltend informieren, denn das ist es nun wirklich. In diesem Sinne, spielt mal wieder Minecraft, wenn ihr Bock habt. Ciao.